Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenbotschaft. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Sophie und wir schauen jetzt in die neue Woche hinein und natürlich wünsche ich euch vom ganzen Herzen einen wunderschönen ersten Advent. So, wir haben die Weihnachts, ja, die Weihnachtskarten mit dabei. Dann haben wir natürlich immer zu Weihnachten oder den ganzen Dezember unsere Engelstaler. So, die sind dabei. Auch die Engelskarten sind dabei. Da zeige ich euch gleich, was hier sich da unten beim Mischen verborgen hat. Okay, und da sind die 9 der Schwerter gefallen. Es kann sein, dass dich in dieser Woche... Ah, das ist ja schön. Okay, das wird noch schöner. es kann sein, dass dich etwas beschäftigt hat in deinem Leben. Menschen, die dich hinters Licht bringen wollten. Menschen, die gelogen, betrogen haben, nur wegen ihren Vorteil, damit ihnen quasi nicht das Leid, der Schmerz, der Kummer widerfahren wird. Und das ging auf dich, aber nur ganz kurz. Und warum nur ganz kurz? Weil diese Menschen keine Chance haben. Sie haben keine Chance, dass mit dir... Ja, oder längere Zeit weiterzuführen. Wir merken, rückläufiger Merkur, Halleluja, der geht ja noch bis, ja, mit der Schattenperiode, ich glaube so bis Ende Jänner, also bitte wartet mit irgendwelchen elektrischen Sachen einzukaufen. Und ja, ich bin Merkur-lastig und dann ist es bei mir so, so sind die Buchstaben, die dann irgendwie etwas Lustiges ergeben. Aber der Kontext ist, dass man dir Leid zugefügt hat und das nicht mehr länger funktioniert. Das heißt, diese Menschen, die dir diesen Schmerz, diesen Leid zugefügt haben, oh, muss ich schon gehen? Wow, da sind einige dabei in dieser Reisegruppe, wie es ausschaut. Aber schaut mal, du kannst dich entspannt zurücklegen. Du hast fast alles, was du brauchst, nur mehr eine Münze und das weißt du, dass du die auch noch bekommen wirst. Also du bist der Sieger, die Siegerin und du hast auch noch die 10 der Kelche. Also du hast jeglichen Grund zum Feiern. Also da ist nichts, was man ja vor dir verheimlichen mehr kann. Das heißt, du zeigst den anderen Menschen jetzt durch deine Geduld, durch das, dass du dich vielleicht auch zurückgezogen hast mit einem wunderschönen Büchlein und sagst, ja, ja, das Universum wird es richten und du kannst ganz, ganz stolz sein, das Universum wird es richten. Also das ist sehr spannend. Also hier hat man euch nicht zusammenlassen, ja, also ihr habt ja das Gefühl, hier hat man bewusst jemanden ferngehalten vor dir und das kann und wird auch nicht mehr länger funktionieren. Und ich sage immer eines und ihr könnt wirklich froh sein, dass dann diese Menschen auch noch weg sind, die sie fernhalten wollten oder ferngehalten haben, weil ich sage immer, dann brauchst du dich nicht kümmern und die Menschen anschauen von die Menschen, die jemand von dir ferngehalten hat, sondern das haben dann die selber gemacht. Das heißt, der Einzelne, der dann andere Menschen mehr geglaubt haben, dann soll das so sein und dann ist es ganz gut, weil dann ersparst du dir die Zeit und somit kannst du dich öffnen für etwas Neues. Und das ist das, was du in dieser Woche, was du verstehst oder in dieser Woche anfängst zu reflektieren. Dann haben wir hier die Karte, ich mag dich, weil du bist, wie du bist, sondern weil ich bin, wie ich bin, wenn ich bei dir bin. Ja, also das heißt, du konzentrierst dich jetzt auf Menschen, wo du so sein kannst, wie du bist. Und wenn du nicht so sein kannst, wie du bist, dann haben sie auch keinen Platz quasi in deinem Leben. Und das ist halt auch traurig, aber es ist so, weil Menschen entwickeln sich weiter, du entwickelst dich weiter. Das heißt, nicht immer
sind das böse Absichten. Aber hier habe ich schon das Gefühl, da wurde dir schon sehr, sehr weh getan. Ja, das sehe ich hier schon. Lebensfreude, Engel, nimm dir Zeit, um froh zu sein. Es ist die Musik der Seele aus Irland. Okay. Wir waren jahrelang in Schottland. Auch schön. Ja, wir waren kurz mal in Irland. Ich glaube, aber so 14 Tage haben wir uns Irland angeschaut. Ja, ich liebe Irland und Schottland. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein wunder, wunder, wunderschönes Platzerl mit ganz, ganz vielen liebevollen Menschen. Also vielleicht ist das ein Hinweis, dass du Urlaub nach Irland machst. Oder du wolltest das schon länger machen. Ahme den Gang der Natur nach. Ihr Geheimnis ist Geduld. Also hier geht es auch darum, vielleicht noch ein bisschen Geduld zu haben. Bevor das Karma diese Menschen wie ein Lasso einfängt. Denn du bist im Innen und Außen wunderbar. Ja, das ist schön. Du bist im Innen und im Außen wunderbar. Und das ist auch sehr, sehr schön, weil wir haben hier auch nämlich hier eine Gemeinsamkeit, ja, eine fürsorgliche Verbindung. Das kann jetzt natürlich jeglicher Natur sein. Ja, das kann dein Haustier genauso sein wie ein lieber Freund, eine liebe Freundin zu dir. Also Menschen, die dich mögen, so wie du bist, wie wir es hier gehört haben. Und da bist du der Star. Ja, ich sagte noch, na, wow, mein Gott, die Königin der Münzen. Ja, du bist absolut eine Königin der Münzen. Du musstest echt viel Geduld. Wow, Leute, ihr lasst halbwegs laden, halbwegs. Los, oje, fangt schon an. Also für alle, die neu dazugeschaltet haben, ich bin nicht müde, sondern wenn ich gähne, dann lässt einer von euch los. Und da waren jetzt schon mehrere, die hier losgelassen haben, die hier in einer Reisegruppe mit dabei waren. Also, du wirst aber zur Königin. Das heißt, dir wird alles gelingen, was du dir vorgenommen hast. Es ist dein Ziel auch, dass du dich jetzt vielleicht auf das konzentrieren kannst, was dein Vorhaben ist. Vielleicht noch die eine Münze zu ergattern. Das kann schon sein, ja. Dann haben wir hier die Wunderkarte. Nicht vergessen, Wunder sind keine Zufälle. Und das ist eben genau das, was jetzt passiert. Denn du erhältst Wunder und die erhalten auch Wunder, aber das karmische Wunder, wo das Karma ihnen jetzt eine Lektion erteilt, um dass sie wissen, dass man Lügen nicht verbreiten soll. Und das würde ich euch auch empfehlen. Bitte, bitte, bitte lügt nicht. Und ich weiß, es ist immer wieder, wenn ihr die Wahr, ich weiß das, wenn ihr die Wahrheit sagt, dann gibt es immer da draußen Menschen, die ihre Lügen verbreiten. Und andere Menschen glauben den ganzen Mist auch noch. Das ist ja das Lustige und Schräge daran, dass diese Menschen andere Menschen auch noch mit hineinziehen und die sind aber selber schuld, weil sie das nicht überprüfen, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und ich sage immer wieder dazu, und ich mache das wirklich, weil eine Münze hat zwei Medaillen. Das heißt, eine vordere Seite und eine Rückseite. Und dass wenn immer, wenn irgendwo ein Konflikt ist oder Menschen die zwei Dinge sagen, dann höre ich mir immer beide. Das ist vielleicht auch meine berufliche Natur. Klar, kann das sein, aber auch privat mache ich das. Ich höre mal beide Meinungen an. Ich hole mir die Person, sage, hey, komm, lass uns mal spazieren gehen. Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Wie hast du das gehört oder wie war das gemeint? Oder was wurde erzählt? Und dann erzähle ich dir meine Version. Das ist so wichtig. Warum ist es wichtig? Dass ihr zwei Dinge anhört und du selber entscheidest dann, ist es die Wahrheit oder ist es die Wahrheit oder ist es von beiden etwas? Ja, das kann es natürlich auch sein. So, dann haben wir hier die Eulen und ich mag absolut, was ich gar nicht mag, ist Lügen. Also da ist bei mir aus. Lügen und Betrügen, da ist bei mir wirklich aus, aus, aus. Also hier die Weisheit, jemand flüstert dir etwas zu, eine Person flüstert dir etwas zu. Das kann schon sein, dass dich das aufwühlt. Das ist vielleicht, tratscht hier jemand ein Geheimnis aus. Vielleicht dreht jetzt das Karma, ja, weil das ist auch so, dieses, die Geheimnisse, das Verborgene.
Hier passiert etwas, dass das rausgetratscht wird und dann möchten sich diese Menschen wehren und das ist etwas, was nicht mehr funktioniert, da kann man sich nicht mehr wehren. Und ich sage immer, wenn man alleine, wenn man schon den logischen Kopf einschaltet, also wenn man logisch denkt, dann weiß man sowieso ohnehin, was die Wahrheit ist und was nicht. Es ist so. Dann die Zeit wird es richten. Das heißt, hier kommt alles, was mit Zeit, also Zeit ist diese Woche sehr, sehr wichtig und du sollst dir Zeit nehmen zum Glücklichsein. Also nimm dir die Zeit zum Glücklichsein. Dann haben wir hier Romantik. Also hier geht es auch nochmal darum, dass dir irgendjemand reicht, dir den Kelch, einen sehr gefühlvollen Kelch. Wow! Also schon lange her, dass ich so viel gegähnt habe. Ah ja, und dann wird etwas gecuttet und das schauen wir uns jetzt an, was das ist, meine Lieben. So, die gehen wir jetzt mal zur Seite. Die Klärungskarten mal ganz kurz, so. Und dann fangen wir an. Was kommt in dieser Woche auf euch zu, meine Lieben? Dieses Mal ziehe ich jetzt die Kleinen zuerst. Was kommt, welche Botschaft kommt zu euch? Von den Engeln. Eine Botschaft von den Engeln. Jawohl. Ah, ich muss lachen. Hey, Halleluja. Gott, ist das lustig. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Ja, definitiv. Alles ist schön, was man mit Liebe betrachtet. Definitiv. Und dann, ich lese es jetzt euch nicht mehr vor. Die Karte wollte sich anscheinend nochmal zeigen bei euch. Also, wir legen sie hierher oder ein bisschen drauf, so. So, ja. Was kommt in diese... Wow, das fängt ja schon mal gut an. Ja, deine Woche wird sehr erfolgreich werden, sehr klar. Also hier kommt Klarheit in dein Leben. Wir haben hier die 6 der Kelche. Hier könnte, ja, wir haben rückläufiger Merkur. Da könnten eben Menschen zurückkommen, die, wo ihr etwas noch nicht abgeschlossen habt. Oder, und das sage ich immer auch wieder dazu, es kann sein, dass hier Menschen in euer Leben kommen, die aus dem Vorleben stammen, also mit denen du im Vorleben auch schon zu tun hattest. Wow, liebe Scholli, ja, da haben Ängste absolut gar keinen Platz mehr. Also da ist wirklich so, dass das Glück jetzt im Vordergrund steht, dein Erfolg steht im Vordergrund und deine Ängste, deine Unsicherheiten werden jetzt durchlichtet. Das ist, weil diese Menschen dich verunsichert haben. Diese Menschen hier, diese Menschen wollten dich eigentlich in Ungewiss, die wollten eigentlich alles, was mit dir zu tun hat, zerstören. Egal, ob es die Liebe war, ob es beruflich war, ob es deine Selbstständigkeit war, das funktioniert nicht mehr. Das Karma schlägt zu und jetzt müssen die Angst haben, aber du nimmer mehr. Also du kommst absolut in deine Klarheit, in deine Unabhängigkeit. Also du zeigst dich und du machst dich groß, stark und das ist sehr, sehr schön. Also hier bekommst du wirklich eine schöne Energie oder du kommst in eine schöne Energie in dieser Woche. Und deine Ängste werden sich verwandeln. Oh mein Gott, in Goldmünzen. In Goldmünzen, meine Schatzis. Yay. Deine Gefühle, die du hattest, ja, diesen Schmerz, diesen Trauer, diesen Verlust, all das, was du gehabt hast, das bekommen die jetzt zu spüren. Ja, also das, diese Lügen, die werden jetzt aufgedeckt. Also da können die sich echt jetzt machen. Du atmest auf,
du bist wieder in deinem Erfolg, in deiner Kraft. Und weil du jetzt in deiner Kraft bist, kann auch das Karma jetzt zurück punkten. Okay? So, wie geht es in dieser Woche noch weiter? Hey, coole Woche, Glück, Sieg, Reichtum, Fülle in Gefühlen. Das große wie das kleine Glück. Das wird mein fantastischer Start. Oh mein Gott, Ende Dezember. Dezember ist gut, ne? Wir haben eh schon den 3. Ja, Nachrichten. Hier kommen Nachrichten auf euch zu. Und das kann sein, dass irgendjemand dir erzählt, ja, vielleicht auch ein Mann, vielleicht auch der, der hier mitgetratscht hat. Und ich habe das euch eh schon mal erzählt. Mir ist es auch passiert, aber schon im Sommer. Und dieser Mensch ist tatsächlich zu mir dann gekommen, also bin ich mit den Mädels auch unterwegs gewesen und die haben gesagt, hey, wow, ganz ehrlich, ich verstehe dich jetzt, ich finde das total super, wie du argumentierst, wie du die Dinge ansprichst und Hut ab und wie hat er gesagt, sei nicht böse, wenn andere Menschen noch nicht so weit sind, wo sie sind. Also es war voll schräg, also dass jemand, der rumschimpft, draufkommt, dass es doch nicht der Wahrheit entsprochen hat, was in seinem Kopf passiert ist. Und ich habe ganz normal mit ihm gesprochen und gesagt, das kann immer wieder mal vorkommen. Ja? Ich bin da niemandem böse. Aber ich finde das eher eine starke Leistung, dass jemand den Mut hat, auch noch auf mich zuzukommen. Und das kann dir auch passieren. Hier kommt jemand vielleicht auf euch zu, der euch geschimpft hat, ja, weil du eine andere Ansicht hattest und die kommen dann drauf, deine Ansicht ist doch nicht so verkehrt und das finde ich voll super. Sehr schön, also hier wird jemand mutig und erzählt dir Dinge und das macht dich natürlich glücklich, wo du denkst, okay, endlich haben sie es kapiert, ja, dass du die Wahrheit gesagt hast und dass dieser andere Mensch gelogen hat. Ja, und das ist die Öffentlichkeit, ja. Was rede ich da? Also da und da wird was aufgedeckt, was im Verborgenen war. Sehr gut. Also hier wird etwas aufgedeckt, was im Verborgenen gewesen ist. Und das ist eben das Schöne. Also das heißt in der ersten Dezemberwoche, das heißt, ihr startet dann 2024 mit noch mehr positivem Karma, mit noch mehr positiver Energie. Schaut euch 2024 an. Das habe ich gelegt. Das ist eine Bomben, wirklich eine Bombenlegung, eine coole Legung. Und ich habe hier 3 Stapeln gemacht und das ist wirklich, wirklich super. Das könnte in dem auch in Resonanz stehen. Das heißt, du startest dann in 2024 mit einem absoluten wunderschönen Karma und die anderen werden das sehr in 2024 spüren und so alle, die hier mit diesen Menschen mitgewirkt haben. Ja, du schaust jetzt in eine neue, sichere, coolere Zukunft hinein und das ist fantastisch. Das heißt, du bist in diesen Erfolg drinnen. Du bist in dein Glück drinnen. Wow. Ja, also die Menschen unterschätzen das Karma. Und dafür sage ich, ihr braucht gar nichts tun, weil Karma richtet das Ganze von ganz alleine. Wow. 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 Wir haben hier nämlich auf dem Meer und da sehen wir dich auch wieder mit einem Buch lesen, ja, und das heißt, du richtest dich quasi auf das Neue aus, du hörst deine inneren Stimme oder du folgst deiner Stimme im Innern, ja, hier redet jemand zu dir vom Himmel, hier ist ein Bote, eine Botin, jemand aus dem Jenseits spricht mit dir und weist dir quasi den Weg, und zwar nach vorne, so dass du nicht in Versuchung kommst, nochmal in dieses Fernglas hier zu gucken. Ja? Hier ist es wichtig, dass du da nicht nochmal in das Fernglas guckst und dass du richtig deinen Kompass nach vorne richtest und genau dort deinen Kompass zeigst, wo du genau bist. Und das machst du fantastisch, weil du schaust auf dein Geschäft, auf dein Vorhaben, auf deine Weisheit.
auf Menschen, mit denen du gemeinsam Wege gehen kannst, mit denen du gemeinsam Dinge erreichen kannst. Die werden jetzt erst auf dich zukommen, auf dich aufmerksam, weil diese Menschen eben keine Macht mehr haben. Diese Menschen haben sie ein paar Monate über dich tratschen können. Das war alles Bullshit, Entschuldigung. Und die kommen jetzt, irgendeiner von denen kommt dann drauf, ups, das war nicht die Wahrheit. Dieser Mensch zeigt sich jetzt genauso, wie diese Person ihn oder sie beschrieben hat und nicht andersrum. Und da bist du aber schon aus dem Schneider. Egal, ob du jetzt in der Selbstständigkeit steckst, ich glaube, viele von euch, ich habe viele Selbstständige, zumindest auch viele Ärzte, die sich jetzt selbstständig gemacht haben. Und wenn du es aber nicht bist, ist es auch nicht tragisch, weil, absolut nicht, sondern es ist eine Karte, die anzeigt, dass etwas Besseres in deinem Leben kommt. Das können jetzt Menschen sein, die jetzt etwas Besseres, die besser zu dir passen. Das können Tiere sein, die jetzt besser zu euch passen. Irgendetwas, wo du das Gefühl hast, irgendetwas tut dir viel, viel besser, weil du jetzt natürlich gereift bist. Ja, vorher hätte diese Personen hätten vorher zu dir nicht kommen können, weil du noch nicht gereift bist. Und jetzt bist du gereift, ja, und jetzt kann man dir quasi dich mit diesen Menschen quasi zusammenführen, zusammenbringen, die deinen Erfolg nach vorne bringen. Und das heißt, du gehst irgendetwas mega erfolgreich an und schaut mal da, die höhere Kraft, hier kommt die höhere Macht. Hier schaltet jemand wirklich sein inneres Licht an wieder, geht aus dem Kummer, aus den Traurigkeiten, aus den Widrigkeiten raus und kann wieder endlich auftanken, ja. Ja, und das ist Schicksal. Ja, und das ist Schicksal, meine Lieben. Du gehst jetzt in eine schönere, schicksalhaftere Zukunft. Und diese Menschen ebenfalls, aber diese Menschen haben halt ein anderes Schicksal jetzt wie du. Die haben nur ganz kurz gelacht. Also wie heißt das Sprichwort? Der zum Schluss lacht, lacht am längsten. Kennt ihr das Sprichwort? Dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare hinein. Ja. Um ehrlich zu sein, wir sind noch immer bei der Wahrheit. Ne? Irgendjemand hat hier echt Blödheiten über euch erzählt. Was mit Menschen, was du getan hättest sollen, was du nicht getan hast und voll schräg. Ja. Also sehr, sehr spannend. Um ehrlich zu sein, ist es dein Karma, in deinen Erfolg zu kommen. Und ja, du hast Ausdauer bewiesen. Also das ist nicht, das ist schon eine lange Zeit so gegangen. Die hatten echt, die glaubten schon gesiegt zu haben, diese Menschen. Ja, irgendjemand hat schon geglaubt, die haben besiegt. Na, die Menschen alle mögen nur diesen Menschen und keiner schaut mehr dich an, weil man denen eben mehr Glauben schenkt. Und das dreht sich jetzt um. Weil Menschen können nur eine kurze Zeit ihre Masken aufrechterhalten. Nur ganz eine kurze Zeit, vielleicht ein Jahr, ja, wegen mir raus. Es geht aber immer kürzer. Früher haben sie lange Zeit ihre Masken aufgehabt. Jetzt kommt das nicht mehr und jetzt funktioniert das auch nicht mehr. Und jetzt wird ausgezahlt. Und du hast nur mehr einen kurzen Gang. Du hast es bald geschafft, aber du hast dich auch gelöst von der Vergangenheit. Ja. Und die Sonne strahlt für dich. Sie scheint, sie sagt, hey, wir geben dir nochmal diese Kraft, die höhere Kraft, ne, die hier gefallen ist, um den letzten Sprint quasi zu machen, nach vorne zu gehen. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Fand ich mal gut. Es kann nicht sein, dass das schon längere Zeit geht. Es ist auch vielleicht gut möglich, dass es dir in dieser Woche passiert. Es ist, aber ich glaube eher, das ist dir schon passiert und es kommt in diese Woche raus. Und das macht dich glücklich. Also was mache ich da, ne? Die Karten da oben haben es euch eh schon gezeigt. Jetzt kommt nochmal auch hier die Karte. Glücklich sein. Du wirst glücklich sein. Du wirst das genießen. Ja? Du wirst nicht schadenfroh sein. So, jetzt ist der. Das würde ich dir auch nicht empfehlen, weil sonst kriegst du wieder das Karma, aber ein anderes. Sondern einfach, okay, er hat seine Lektionen gelernt, sie hat ihre Lektionen gelernt und das war's. Okay? Also steigert euch da nicht hinein. Freut euch natürlich, weil du dann wieder auch aufatmen kannst. Wie gesagt, glauben tust du immer nur dir selber am besten.
Ja, und dann bist du wieder automatisch in deinen Lebensfluss und vertraue dich dem natürlichen Strom des Lebens wieder an. Und das machst du. Du vertraust dich wieder dem natürlichen Strom des Lebens an. Das ist sehr, sehr schön. So, ja, und wieder die Zeit, ne? Also die Zeit tickt anscheinend für diese Menschen. Die Zeit tickt, das Karma kommt jetzt schneller als erwartet zu diesen Menschen. Wow. Ja, 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 ja. Und nochmal ja. Ja, wie ich es gesagt habe, ihr seid nicht vorwärts gekommen wegen diesen Menschen. Was passiert jetzt? Du wirst siegen. Wir haben zweimal den Sieg. Einmal Sieg mit den Sternen und hier haben wir direkt den Sieg. Ja? Also du wirst siegen. Egal in welchem Projekt, egal wenn du irgendetwas eingereicht hast und man hat es nicht gesehen. Es ist irgendwo untergegangen. Ne? Bei rückläufigem Merkur passiert das auch, dass etwas rückwirkend angeschaut wird. Das heißt, etwas bleibt länger liegen und wird dann angeschaut, was schon länger... Vielleicht hast du auch geglaubt, oh, dein Projekt funktioniert nicht. Ne? Da rührt sich keiner, aber das war wegen den rückläufigen Merkur. Und dann sehen sie deine wunderschöne Kreativität und dann sagen sie, hey, wow, mit ihnen möchten wir gerne zusammenarbeiten. Aber lange Zeit ist nichts passiert. Ne? Deshalb auch diese Geduldskarte. Lange Zeit ist nichts passiert und jetzt siegst du. Und das ist egal. Ich glaube auch, dass das vielleicht auch sogar Menschen oder Situationen es verhindert haben, weil hier noch jemand oder ein Karma noch heilen musste. Und jetzt ist es ausgeheilt und in dieser Woche ist es jetzt endlich geheilt. Und ja, und die Unentschiedenheit. Hier konnte sich jemand nicht entscheiden, es dir zu sagen oder nicht. Und dieser Mensch hat es dir definitiv dann gesagt. Also da kann ich dir echt, also wenn du da in der Reisegruppe bist, dann kann ich dir Brief und Siegel geben. Hier kommt jemand auf dich zu und wird dir das erzählen. Auch wenn dieser Mensch zuerst gedacht hat, er oder sie traut sich nicht, wird er oder sie das dennoch machen. Ja, spät als nie. Ja, dieser Mensch zeigt dir die absolute Wertschätzung und nicht nur die Wertschätzung, sondern hier weiß jemand, dass du ein liebevolles Wesen bist, ja, und dass du die Wahrheit gesprochen hast, dass du die Wahrheit gesagt hast. Also bitte habt noch ein bisschen Geduld, aber du bekommst definitiv die Wertschätzung, die du verdient hast. Sehr schön. Du bekommst die Wertschätzung, die du verdient hast. Das gefällt mir echt gut. So, dann kriegen wir eine wunderschöne Wunschkarte für den ersten Advent. Dauert halt noch ein bisschen, ne? Der erste Advent. Ups. Hab Vertrauen, das Universum, an das Universum an deiner Seite ist. Ja, hier sollst du Vertrauen haben, das Universum ist an deiner Seite und es wird gerade für dich etwas gerichtet. Ja? Dazu schaut euch auch dann das Video an. Ich weiß nur, wie ich es hochlade im Dezember. Aber da geht es auch um eine Lösung vom Universum. Also hier kann das auch in Resonanz stehen mit dieser Legung. Und dann habe ich die Karte, ich jage das Glück nicht, ich ziehe es an. Ja. Du bist ruhig und gelassen und ziehst somit das Glück an. Und das passt wieder zu unserem Glück hier. So, dann haben wir hier diese Karten. Ups. Was darf ich euch noch für diese wunderschöne erste Adventwoche mitgeben? Wow, okay. Sehe sie schon. Moment. Ja, spannend. Spannend! Ja, hier kommt jemand drauf, meine Lieben. Und wieder der Stern. Das ist echt crazy. Der Stern, hier der Stern, da sind die Sterne gefallen. Also euch kann in dieser Woche ganz ehrlich nichts passieren.
Und auch hier wieder die zwei, wow, die zwei der Kelche. Also hier möchte jemand. Und wieder die Siegeskarte, das gibt's jetzt nicht. Wow, wie viel Sieg habt ihr euch bitte verdient? So viel Sieg, mein Schatz. Ja, jetzt geht natürlich das Tor auf, weil natürlich jetzt das Karma ausbezahlt worden ist. Ne? Das ist so wie dein erster Lohn, kannst du dir vorstellen. Ne? Du fangst irgendwo zu arbeiten an, du musst erst mal einen Monat arbeiten und im darauffolgenden Monat, ich weiß nicht, manche am 1., manche am 5., manche am 15., bekommst du dann deinen Gehalt ausbezahlt. Und da reden wir von dieser Geduld, diesen Ausdauer, die du hier gehabt hast. Du hast so alles getan, was getan werden muss. Und jetzt ist Zahltag, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Aber wow, also man kann dir nichts mehr wegnehmen und 2024 schon gar nicht mehr. Yay! Wow. Wir haben auch noch die Sonne. Das ist absolut, also die Sonne ist die absolute Winnerkarte, also da kannst du gar nicht anders, als wie strahlend und lächelnd durch die Gegend zu laufen. Ja, und du warst dir sehr, sehr unsicher. Wir haben hier noch die zwei der Schwerter, aber hier durchtrennst du quasi alles, was nicht mehr zu dir passt und du bist absolut behütet und beschützt auf deinem Weg. Und dann haben wir hier den König der Münzen und die Hohe Priester. Ich glaube, dass hier, da du jetzt sehr das gewünscht hast, meditiert hast, egal ob du Frau oder Mann bist, ne, das kann ja auch die Frau, die Königin der Münzen sein, hier passiert etwas, was du nicht mehr für möglich gehalten hast, indem du kommst wirklich in deine Finanzen. Wir haben sie hier, du wirst deine Projekte umsetzen und das ist von oben geführt. Wir haben sogar auch noch eine Sternschnuppe hier. Also das heißt, du bist absolut auf dem richtigen Weg und das Universum wird sich bei dir revanchieren. Man wird dir quasi das zollen, was du jetzt da alles durchlebt hast mit diesen Menschen. Und du bist offen für Neues, du zeigst dich, du traust dich jetzt, du bist in deiner Wertschätzung, du glaubst an das Wunder, du hast das Vertrauen in dir, du nimmst dein Schicksal in die Hand. Also das ist voll spannend. Sehr gut. So, was haben wir hier Schönes? Ja, du hast, schau mal, und wieder, das ist wieder die oberste Karte, das ist echt. Leute, was passiert hier? Ja, du durchtrennst, du kannst jetzt loslassen, du kannst deine Tränen loslassen. Du hast es jetzt geschafft, mein Schatz. Du kannst es endlich, wie ich hier auch gesagt habe, endlich loslassen, endlich trennen. Also nichts anderes ist auf diese Aussage hier. Ja, alles, was dich eng gemacht hat, vielleicht hat dich das wirklich ein kurzzeitig oder vielleicht auch für ein paar Monaten ein bisschen zurückwerfen können, aber man hat es dir nicht wegnehmen können. Und jetzt nimmst du deine zwei Schwerter und schneidest mit einem richtig messerscharfen Schwert diese Ketten, sprengst du jetzt. Und wenn du es nicht schaffst, dann macht das jetzt das Universum. Also wenn du dein Herz zu geschlossen hattest, dann kann ich dir versichern, das Universum cuttet jetzt alles, was nicht mehr zu dir passt. Und du bist der Sieger. Schaut mal das an. Du wirst noch einen Pokal kriegen. Wow. Der Winner. Ja, Fortuna. Also das absolute große Glück kommt jetzt auf dich zu. Du bist echt der Sieger, die Siegerin. Du bist angekommen an deinem Ziel. Du hältst das jetzt in der Hand und niemand anders. Und das war deine wirklich Ausdauer, die du jetzt bewiesen hast, mein Schatz. Und das ist der Sieg, den du absolut verdient hast. Wow. Und du schaust nicht mehr durch eine rosarote Brille. Du bist sehr klug vorgegangen. Du bist auch sehr optimistisch vorgegangen. Du wusstest, wenn du loslässt, und vielleicht waren das wirklich mehrere Menschen beteiligt. Ich sehe hier ganz viele Menschen, die hier beteiligt waren, ja. Ganz viele Menschen, die da festgehalten haben und dich quasi als blöd hin dargestellt haben und als Lügnerin oder als Lügner, die lass du jetzt los. Du machst diese Hand auf, ganz langsam machst du diese Hand auf und lass es los, lass es los. Und das kannst du dir bildlich vorstellen, deine Augen schließen und du wirst merken, du bist
Ja, du tust dir sehr, sehr gut. Also du kannst es auch noch mal bildlich machen, dass du dir so eine, ja, die Ratten quasi, die da angenagt haben an dein Herz, die lässt du quasi hinter dir. So, wo gebe ich die hin? Na, ich lege es hier her. So, jetzt kommen noch die Weihnachtskarten. Was möchten die euch mitteilen? Ja, die Kraft. Du kommst wieder in deine absolute Kraft hinein. Du schenkst anderen Menschen Kraft. Andere Menschen schenken dir wieder Kraft und Mut, da weiterzugehen. Ja, nicht stehen zu bleiben. Go, go, go. Also ich höre immer wieder, go, go, go. Geh weiter. Lass die los. Ja, also nicht stehen bleiben. Hier ist es wichtig, dass du nicht stehen bleibst. Du hast etwas Wundervolles, das du erschaffen möchtest. Etwas, was du umsetzen möchtest. Also bitte, bitte bleib da dran. Die Karten zeigen, du bekommst jetzt die Kraft oder du kriegst jetzt die Kraft. Schaut mal. Das ist jetzt spannend. Sehr gut. Wir haben die 6 der Münzen. Und die 6 der Münzen, hier ist es wichtig, dass du vertraust, dass vielleicht ist dir etwas zu langsam gegangen. Vielleicht warst du so ungeduldig wie die zwei Kinder und hast es kaum abwarten können, bis dein erster Lohn kommt, ja? Und der Zahltag kommt. Bitte habt da noch ein bisschen Geduld und wie gesagt, fordere das Glück jetzt nicht ganz heraus. Wie haben wir es hier den Spruch gehabt? Wo war der? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich habe es euch gesagt. Spult sonst nochmal zurück. Ich kriege das immer so eher sporadisch reingechannelt und dann weiß ich nicht mehr, was ich da zu euch gesagt habe. Ich weiß nur, dass ich es gesagt habe. Und dann kommt nochmal der König der Münzen. Also du hast einen absolut gefühlvollen Menschen, der wirklich dir zur Seite steht. Vielleicht bist du es, ja, weil wir viel Wasserenergie haben. Vielleicht bist du auch ein Wasserzeichen. Also gut möglich. So, jetzt ziehen wir noch hier die Talerchen, überall einen. So, ich heb mal hier ab. Oh, verdeckt. Da haben wir. Man kann sich wohl in einer Idee irren, man kann sich aber nicht mit dem Herzen irren. Wow, wie passend ist das bitte? Also dieser Mensch, ja, das ist genau diese Aussage. Ich muss es euch wirklich jetzt noch so zeigen. Also, wow, ja, ganz genau. Man kann sich wohl in einer Idee irren, man kann sich aber nicht mit dem Herzen irren. Das heißt, alles, was mit deinem Herzen du erschaffst, kreierst, dir selber schenkst und andere Menschen schenkst, das, was vom Herzen kommt, wird vom Herzen bleiben. Ja? So, die sind echt alle umgedreht. So. Und dann gehen wir weiter. Den ersten Stapel haben wir, jetzt haben wir den zweiten. Dann haben wir hier Lieblingsengel. Es gibt Menschen, die passen perfekt ins Herz. Wie ich die gemischt habe, ist die, glaube ich, schon zweimal rausgefallen. Also mich hätte es echt verwundert, wenn die jetzt nicht mehr rauskommen wäre. Definitiv. Und dann haben wir noch den dritten Engelstapel. Dann haben wir hier, es bringt immer wieder mal Freude, zwischendurch über die Grenzen zu gehen. Ja, und ich glaube, das machst du jetzt. Du gehst mal, du schaust mal über den Tellerrand. Du schaust über den Tellerrand und das tut dir sehr, sehr gut, sehr gut. Und ich würde sagen, wir belassen es jetzt. Wir brauchen jetzt keine Klärungskarten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, alles Gute. Baba. Tschüss.